Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Metro 2033 Redux. Ja, ich bin hier jetzt wieder bei Bourbon angekommen. Und ich habe auch ganz viele Filter gefunden. Und ja, ich glaube, ich kann ganz guter Dinge sein. Es sieht jetzt besser aus als vorher. Ich möchte mich hier nur umschauen noch. Ich habe auch beim Nachspielen jetzt tatsächlich eine andere Waffe gefunden, die ich behalten habe. Dafür habe ich die Shotgun abgelegt. Ich zeig dir die mal. Hier so zum Wüstenrumsnipern. Finde ich ganz cool. So, die reicht für unterwegs. Gefällt mir ganz gut. Die habe ich gefunden, weil ich so einen Fahrstuhlschacht irgendwie runtergefallen bin. Keine Ahnung. Also, weiß ich auch nicht. Da war ich in dem Haus und dann bin ich dann so einen Fahrstuhlschacht runtergepurzelt. Und ja, da habe ich das gefunden. Und letztes Mal habe ich mich hier ja nicht umgeschaut. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Da bin ich ja einfach dem Bourbon hinterher gedackelt. Und jetzt möchte ich hier aber noch schauen. Gott, bin ich froh, eine andere lebende Seele zu treffen, selbst wenn es Bourbon zu sein scheint. Und offensichtlich war er auch froh, mich zu sehen. Wir sind keine Freunde oder so, nur zufällige Begleiter auf einer Reise. Hier an der Oberfläche kann man nicht anders als spüren, dass wir die Menschen zusammenhalten müssen, sich gegenseitig auf uns verlassen müssen, weil alles hier draußen feindlich ist, tödlich, gefährlich und fremd. Ja, da hast du wohl recht. Ah, diese Fallen immer, ne? Ich sapp da immer rein, weil ich sehe die immer nicht. Die blöden Seile auf dem Boden. Meistens sind das ja so Seile. So wie hier, ne? Und da ist dann die Pistole dran und so. Ich sehe das oftmals einfach echt nicht. Ich guck nicht so auf den Boden. So, nee, hier ist aber auch gar nichts weiter. Was haben die denn hier geschützt mit ihrer Falle, Mensch? Das ist ja langweilig. Na gut. Hier ist nichts weiter, auch nichts, was ich mitnehmen kann, nee. Ja gut, nee, dann, dann ist das, ja, war es das hier. Gut. Da ich jetzt ja genug Filter habe, ne? Ah. Also das war schon echt ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bin da. Halt, da ist der Mistkerl. Oh oh, oh oh. Ja, flieg du mal auf und davon. Lass uns weitergehen. Nee, jetzt warte. Jetzt wartest du. Oh nein. Ja, ich habe sie gehört. So, genau an dieser Stelle waren wir. Und sind hier glorreich gestorben. Verdammt. Du nimmst den Rest. Ja, ich hab schon hier. Ja, Waffenwechsel. Oh, ist schon tot. Da ist kein gelben Schnee. Oh, ich könnte dir ja auch mal helfen, ne? Oh, 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 Medikit, gib mir Medizin. Wenn so ein Gewusel ist, dann ist für mich immer am besten, ich kann einfach total sinnlos hohl durch die Gegend ballern, weil ich kann dann eh nicht mehr zielen, ne? Das ist ja bei mir echt das Krux hier. Da kommen noch mehr. Ach nein. Ja, siehst du. Diesmal kann ich auch Filter tauschen. So, und was bist du denn hier? Oh nein. Ach, guck mal. Und diesmal lag es aber nicht daran, dass ich keine Filter hatte. Ist doch auch schön, oder? Ja, schön. Dann machen wir jetzt da doch einfach weiter genau an dieser Stelle. Mensch, blöd, ja. Habe ich da irgendwie doof gestanden oder so vielleicht? Lass uns ein Stück zurückfallen. Ja, ich stelle mich einfach... Guck mal, kann ich mich nicht hier so... Verdammt, du nimmst den Rest. Ja, komm doch mal ein Stück zurück dann auch hier. So, ich bleib jetzt hier stehen, du. Das kann ich dir verraten. So. Ja, du machst das schon. Oh, du, finde ich cool, du. Ich stehe hier, glaube ich, auch ganz gut. Ist das ein bisschen feige, ne? Ja, ist mir egal. Solange ich Filter habe. Ich halte mal nach dem Fliegevieh Ausschau, aber
Ey, du ballerst die alle alleine, ne? Gönn mir auch mal hier ein bisschen. Was will ich hier auch kaputt schießen? Oh, 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 oh. Ah. Tee. Weiße Filter wechseln, Medipax, nachladen. Das überfordert mich doch hier. Oh, da ist das Fliegevieh. Ja, diesmal war ich nicht in der... Scheiße, jetzt was? Oh, das sind zwei Stück. Wo müssen wir denn hin? Midi, 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 Midi. Hilfe! Hilfe! Oh nein! Alter Schwan, scheiße! Midi, 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 Midi. Scheiße, 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 scheiße. Das ist doch nicht gut hier. Hallo? Könnte ich mal hier... Was machen die denn mit mir? Hallo? Kann ich mich hier mal... Wo kann ich mich denn hier verstecken? Scheiße, ey. Oh, jetzt fliegt das nächste Vieh mit mir. Muss ich die... Was soll ich denn hier... Alter Verwalter. Ey, jetzt reicht's doch langsam. Oh nein. Muss ich die erschießen? Oder muss ich vor denen weglaufen? Oder was soll ich denn tun? Ja, ich stelle mich wieder hier hin. Hier stand ich eigentlich ganz gut, aber... Verdammt! Du nimmst den Wir hätten in ein Haus gehen müssen. Weißt du, wir können hier nicht so rumballern und dann kommen die natürlich an. Ja, ist kein gelben Schnee. Das sind auch wie große Ratten oder so, sehen die so ein bisschen aus. Ne? Das ist echt. Also so die Schwänze sehen so rattenartig aus. Schon eklig. So. Ach so, mein Filter, ja, genau. Ah. Alter. Also, nee, 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 nee. Scheiße, jetzt folgen. Ah, scheiße, jetzt folgen. Ah, mir nach, hat er gesagt. Ich, oh, ich konnte da nicht, ich konnte da nicht weg. Wo ist er denn hingelaufen? Da hinten. Da hinten ist er, da hinten ist er. Ah, 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 oh, scheiße. Mir folgen, hat er gesagt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich laufe, 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 ich laufe. Aber wohin? Laufe ich hier richtig noch? Ich weiß es einfach nicht. Oh Gott. Laufe ich hier noch richtig? Bin ich hier richtig? Wo soll ich hin? Wo soll ich lang? Stehen bleiben ist auf alle Fälle mal eine ganz miese Option anscheinend. Ich wollte auch eigentlich die Waffe wechseln. Ah, 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 lass mich doch. Oh nein. Ach, fick dich doch. Scheiße. Geh mir weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wo ist er denn hin? Ach, Mann. Ja, da nicht anscheinend. Da ist er nicht lang. Komm, ich probiere das nochmal. Mir folgen, ja. Ja, ja, ich höre sie immer noch. Ja, ich bin schon ganz zurückgefallen. Aber wo bist denn du hingelaufen? Du bist da lang gelaufen, oder? Bist du nimmst den da bestimmt und dann runter. Ist keine gelben Schnee. Ja, ist kein gelben Schnee. Alles klar, Börben. Ich hab dich auch lieb. Ich hasse das, wenn die mich von allen Seiten hier so haben können, weil ich das hasse. Ach nein, das wollte ich nur auch nicht. Ich wollte eigentlich die Waffe hier. Ha.
Stopp. Filter wechseln und dann ist gleich losrennen angesagt hier. Guck mal, ich stelle mich jetzt hier hin. Dann renne ich, glaube ich, in die Richtung dahin. Mal. Hier so lang. Vielleicht. Oh! Alter, hast du das gesehen? Hat mich einmal erwischt und dann war ich tot. Nee, das finde ich echt gemein. Nee, das geht so nicht. Ja, wir lassen uns mal ein Stück zurückfallen. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Man kann auch hier nirgendwo rein, oder? Also das wäre eigentlich so das Geilste, wenn ich mich jetzt hier einfach irgendwo reinstellen könnte. Mal, da unten ist noch ein Vieh gewesen. Den hätte ich gerne kaputt nach Möglichkeit. Nee, der ist da noch gar nicht. Naja, da komme ich wieder hoch zu dir. Jetzt hier. Oh, ja, mein Filter wieder wechseln. Oh Gott, ey. So, wo... Na, ich mache hier schon mal meine Sprint-Taste drücken, sicherheitshalber. Ah, Mann! Ey, weißt du, so schnell kann ich gar nicht weglaufen. Und ich bin doch so orientierungslos. Das ist halt das Gemeine. Nee, andere Richtung. Ich muss umdrehen und hier lang. Ja, ich spring. Puh, das war so ein kleines Stück und ich habe mich so doof angestellt, ne? Das wäre nicht, weil ich so orientierungslos bin. Und wenn du dann so hochgewirbelt wirst und ja, dann irgendwo unten wieder rankommst, was ist los hier? Ah. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Ja, genau, was ich sagen will, das ist so gemein, weil ich bin ja so orientierungslos. Und wenn du dann so in die Luft gewirbelt wirst und irgendwo landest und dann, ich habe mich jetzt tatsächlich orientiert an dem Licht, was der Bourbon an seiner Waffe hat, ne? Also, jetzt kann ich fortsetzen, ist fertig mit Laden. Mensch, es tut mir so leid, das war so leicht jetzt eigentlich, Mensch. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ja, ich verstehe. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Ja? Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Na gut. Und drin, wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Ja, bravo. Das wirkt irgendwie nicht so ganz freundlich hier. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Oh, scheiße, ja. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir.
Oh nein, und jetzt muss ich hier dann... Ich sag's dir. Ja, einwandfrei. Toll, vom Regen in die Traufe. Ich mach jetzt hier aber einen Cut. Und ja, dann hoffen wir mal, dass ich den Bourbon irgendwie noch wieder retten kann. Aber das mache ich dann erst im nächsten Part. Oder jedenfalls werde ich es im nächsten Part versuchen. Ich danke dir wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass du dabei gewesen bist. Und ja, wahrscheinlich sehr beim Zuschauen gelitten hast. Ich sag bis morgen. Ciao, ciao.